Top 3 der schlimmsten Berufe im Mittelalter. Im Mittelalter war die Vielfalt der Berufe weitaus komplexer als die stereotypischen Berufe von Herren, Rittern und Bauern. Manche Arbeiten waren nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich und ekelhaft. Hier sind die vier schlimmsten Jobs im Mittelalter. Seuchenträger. Während des Schwarzen Todes im 14. Jahrhundert, der schätzungsweise 2/3 der Bevölkerung in nur 2 Jahren tötete, hatten die Pestträger die schwere Verantwortung, Leichen einzusammeln und zu begraben. Sie arbeiteten oft mit Totensuchern zusammen, typischerweise alten Frauen, die Todesfälle durch die Pest bestätigten. Sobald ein Todesfall bestätigt wurde, läuteten die Pestträger eine Glocke und riefen Sätze wie »Bringt eure Toten raus«, ein eindringlicher Ruf, der den Schrecken der Pest symbolisiert. Pestträger waren ständig dem Risiko ausgesetzt, sich selbst mit der Krankheit zu infizieren, wobei ihnen lediglich ein Lappen ums Gesicht gebunden wurde, um den Geruch zu überdecken. Sie wagten sich in Häuser und auf die Straße, um Leichen einzusammeln, wobei sie oft die Leichen ihrer Freunde, Nachbarn oder sogar Familienangehörigen mitbrachten, was einen emotionalen Tribut zu der ohnehin schon schrecklichen Arbeit bedeutete. Zunächst wurden Pestopfer christlich bestattet, doch als die Zahl der Todesopfer stieg, wurden Massengräber, sogenannte Pestgruben, ausgehoben, um die wachsende Zahl von Leichen unterzubringen. Die Arbeit war körperlich anstrengend und emotional verheerend, aber ihre Rolle war entscheidend bei der Bewältigung der Krise der öffentlichen Gesundheit. Gongbauer. Die Abwasserentsorgung war im Mittelalter primitiv und die Entsorgung menschlicher Abfälle war eine große Herausforderung. Gongbauern, auch Nachtmänner genannt, arbeiteten von 21 bis 5 Uhr morgens, Beseitigung von Abfällen aus Latrinen und Jauchegruben. Der Begriff Gong war ein umgangssprachliches Wort für menschlichen Abfall und spiegelte die Art ihrer Arbeit wider. Sie transportierten den Müll außerhalb der Stadtmauern zu ausgewiesenen Deponien. Die Arbeit bestand darin, Abfälle mit Schaufeln und Eimern herauszuschaufeln, oft in tiefen Gruben, die mit übel riechenden und potenziell giftigen Gasen gefüllt waren. Das Risiko, an Krankheiten zu erkranken, war hoch und viele Gongbauern litten unter Atemwegserkrankungen und Hautinfektionen. Trotz der Gefahren und der sozialen Stigmatisierung wurde der Job relativ gut bezahlt und verdiente etwa 6 Pence pro Tag, was dem Wochenlohn eines durchschnittlichen Arbeiters entspricht. Dies machte den Job für Menschen attraktiv, die dringend auf ein Einkommen angewiesen waren. Der gesammelte Abfall wurde manchmal als Dünger verwendet, was zwar praktisch war, die Gongbauern jedoch einem weiteren Gesundheitsrisiko aussetzte. Trotz der Gefahren und des gesellschaftlichen Stigmas war der Gonganbau unerlässlich, um mittelalterliche Städte einigermaßen hygienisch zu halten. Blutegelsammler Aderlass war im Mittelalter eine gängige medizinische Praxis, von der man annahm, dass sie die Säfte des Körpers ins Gleichgewicht brachte. Die damaligen Ärzte folgten der griechischen Theorie, dass Krankheiten durch ein Ungleichgewicht der 4 Körpersäfte Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle und Blut verursacht würden. Eine der beliebtesten Methoden des Aderlasses war die Verwendung von Blutegeln und die Aufgabe, diese Blutegel zu sammeln, oblag den Blutegelsammlern. Sie warteten in Teiche und Flüsse und ließen Blutegel an ihrer nackten Haut haften. Diese Parasiten gediehen im Süßwasser und wurden oft in schlammigen, stehenden Gewässern gefunden. Der Job war nicht nur unbequem, sondern auch gefährlich und unhygienisch. Sammler schnitten in die nackte Haut ihrer Beine und Füße, um die Blutegel anzulocken, die sich daran festklammerten und begannen, sich von ihrem Blut zu ernähren. Die Teiche und Flüsse, in denen Blutegelsammler arbeiteten, waren oft kalt und schmutzig, was das Risiko von Infektionen und Krankheiten erhöhte. Sobald sich genügend Blutegel festgesetzt hatten, kletterten die Sammler vorsichtig aus dem Wasser und lösten die Blutegel, die dann in Gläsern aufbewahrt und an Ärzte und Friseure verkauft wurden. Trotz der Risiken leisteten Blutegelsammler einen wesentlichen Dienst für die mittelalterliche Medizin, da angenommen wurde, dass Aderlass eine Vielzahl von Krankheiten heilt. Blutegelsammler waren in der Regel arm
und hatten kaum andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Job erforderte keine besonderen Fähigkeiten oder Schulungen und war daher für diejenigen zugänglich, die verzweifelt nach Arbeit suchten. Es war jedoch ein undankbarer und gefährlicher Beruf, da Sammler oft unter chronischen Krankheiten und Verletzungen litten, weil sie ständig Kälte, schmutzigem Wasser und Blutverlust ausgesetzt waren.